mal im Action. Es gibt neue Bastelsachen und die möchte ich euch jetzt sehr gerne zeigen. Ich schieße auch direkt los und zwar gibt es neu Acrylspray. Und ja, super schöne Farben. Ich habe mich eingedeckt. Ich weiß nicht, ich habe 4 Packungen jetzt hier. Ich weiß nicht, ob ich jede Farbe erwischt habe. Auf jeden Fall waren jetzt noch 4 unterschiedliche da und die habe ich mir da rausgepickt. Und ja, die Packung kostet mit 3 Flaschen 1,89 €. Ich finde, das ist ein guter Preis. Also ich mache mir Acrylspray sonst eigentlich immer selbst. Bisschen Wasser, bisschen Acrylfarbe durchschütteln und fertig. Aber ich habe diese Sprühflaschen im Moment nicht mehr leer. Und jetzt waren hier wirklich so tolle Farben dabei. Deswegen musste ich sie mitnehmen und habe dann somit auch gleich wieder Sprühflaschen. Also sollte die Farbe jetzt wirklich Murks sein, dann habe ich wenigstens die Sprühflaschen. Aber ja, manchmal funktionieren die auch nicht so gut bei Action. Also ich werde gleich einfach mal testen und gucken. Bei dieser Verpackung habe ich jetzt hier, nicht Verpackung, bei diesen Fläschchen sehe ich jetzt schon, dass die dickflüssiger sind als die anderen. Zumindest dieses Hellblau und das Schwarz. Sehr dickflüssig, also irgendwas scheint da schief gelaufen zu sein. Ich bin mal gespannt, wie die sich verhalten. Weil wenn ich selbst anmixe, sind die sowieso immer flüssig. Damit komme ich ganz gut zurecht. Und hier ist jetzt halt so ein bisschen dickflüssig. Wir werden gleich mal einen Test machen. Einmal diese dickflüssigen und dann einmal die etwas flüssigeren. Und ich hoffe einfach, dass die Farben genau so strahlend sind, wie sie hier drin sind. Das wäre einfach richtig gut. Ja, dann gibt es diese Farben Rot, Gelb, Orange. Und dann haben wir diese drei, Rosa, Pink und Lila. Also wirklich eine ganz tolle Farbauswahl. Und dann kommt hier noch Petrol, Grün und Mint. Ganz, ganz toll. Ja, die wollte ich gleich mal testen. Wer sich dafür interessiert, bleibt einfach dran. Ich wollte noch erst meinen anderen Einkauf zeigen und dann einmal ein bisschen testen. Ich hoffe einfach, dass die Farben gut sind. So, dann habe ich für 1,29 €, 1,26 € dieses Washi-Tape mitgenommen. Das ist auch neu. Gibt es, glaube ich, auch 4 oder 5 verschiedene Packungen von. Ja, die anderen haben jetzt aber nicht so sehr gefallen. Ich habe dies hier gesehen und musste es irgendwie gleich haben, weil es sieht einfach irgendwie toll aus. Ja, bei den anderen Packungen, da waren auch schöne dabei. Kann man nicht anders sagen, aber irgendwie, ja, war immer nur so eine Rolle, die mir gefallen hat und der Rest hat mich jetzt nicht so überzeugt. Ich meine, ich habe ja auch Washi-Tape so viel, also das ist unglaublich, aber ich musste jetzt nochmal was mitnehmen. Ich glaube, so könnt ihr sie einmal näher betrachten. Ja, ich fand einfach diese Zusammenstellung ganz toll mit den Regenbögen und auch dieses Gestreifte finde ich richtig schön. Dann mit den Kirschen. Ich finde, das hat irgendwie was. Ich habe zwar mega viel Washi-Tape, aber das musste jetzt nochmal mit. Konnte ich nicht da lassen. Es ist halt einfach manchmal so, ne? Und dann habe ich hier ein Teil, was jetzt mal nichts mit Basteln zu tun hat, aber ich muss es euch zeigen. Das ist so schön. Das ist eine Mondlampe. Die haben sie zurzeit in der Werbung und ich finde die so schön. Wir haben die schon angehabt. Die leuchtet wirklich richtig toll. Ja, das Einzige, was nicht funktioniert, deswegen ist es wahrscheinlich bei Action gelandet, ist die Fernbedienung. Also wenn man auf Pink drückt, dann kommt Grün und wenn man auf Grün drückt, dann kommt Blau und wenn man auf Gelb drückt, dann kommt Grün und also die Fernbedienung, die passt überhaupt nicht. Aber ist egal, man kann sich da durchklickern und wir haben sowieso, ach hier sieht man die Farben. Wir haben sowieso die natürlichen Farben hier an, also eher das hier unten, das sieht dann halt echt aus wie so ein Mond. Also total schön. Die Kugel ist zwar aus Plastik, da war ich ein bisschen skeptisch. Ja, weil das ja meistens schnell billig aussieht, aber wenn die leuchtet, das ist wirklich super, super schön. Und deswegen durfte die mit. Die hat hier auch so einen richtig schicken schwarzen Fuß dabei. Das sieht man jetzt nicht so wirklich, also so. Also total modern, richtig schön. Läuft mit Batterien und dann eben mit Fernbedienung. Kann ich nur empfehlen, die ist echt toll und ist gerade im Angebot für 4,88 €. Ich weiß nicht, was die da sonst kostet. Auf jeden Fall durfte sie mit. Also ganz klare Kaufempfehlung. So, und dann habe ich noch neue Stencils bekommen. Also ich bin ja für Stencils immer zu haben.
Und ich packe die mal gerade aus. Ich habe zwei Packungen mitgenommen. Auch da weiß ich nicht, wie viele neue es gibt. Es ist ja einiges auch immer schnell ausverkauft. Ich weiß auf jeden Fall, dass da noch eine Packung war mit Buchstaben und Zahlen. Aber das war jetzt nicht so meins. Das habe ich dann dagelassen. Und ich gehe jetzt mal ganz schnell die erste Packung durch. Hier sind so ganz tolle Blüten dabei. Und das mit Strukturpaste ausgearbeitet. Ich glaube, das wird wieder richtig, richtig schön. Ja, einmal das. Es gab ja auch schon so Packungen, wo irgendwie fünfmal das Gleiche drinne war. Oder dann dreimal das Gleiche und von dem anderen dann zweimal das Gleiche. Ja, das war damals, wo sie neue Packungen hatten. Da hatten viele geschrieben, oh, guck mal, ob du auch da so viele Doppelte drin hast oder ob das bei dir nicht so ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir war bisher nichts irgendwie aus der Reihe. Also es war alles unterschiedlich. Also nichts war gleich. Also kein Motiv war irgendwie doppelt oder so. Alles war nach Vorschrift, so wie es abgebildet war. Ich hatte Glück bisher. Aber kann natürlich auch mal anders laufen, ne? Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, ob es das Problem wieder gibt. Keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall hier, schaut mal, ganz tolle Blätter hier mit Eichelbaum und, ach, das gefällt mir total. Und, ach, wie viel sind denn da? Da sind mehr als fünf drin, ne? Drei, vier, fünf, sechs Stück sind da drin. Ich dachte, es wären immer fünf. Ja, und dann hier so ganz tolle Blumen. Total schön. Sieht jetzt vielleicht auf der Schablone ein bisschen komisch aus, aber ich glaube, wenn man das irgendwie getupft hat oder gesprüht hat, wir können gerne gleich mal eins sprühen mit den Acrylfarben, wird das, glaube ich, ganz schön. So, und dann kommen hier nochmal Blätter. Ja, da habe ich mich total gefreut, dass da zwei Monstera-Blätter dabei sind. Richtig, richtig schön. Und ja, ich arbeite da gern mit Strukturpaste. Das sieht dann immer richtig toll aus. Man hat dann einen super schönen Hintergrund. Und das Ja. war die erste Packung. Und dann, wie gesagt, habe ich noch eine zweite mitgenommen. Hier ist eher so Hintergrundgedöns drin. Eine Packung kostet 94 Cent. Ich glaube, so viel haben die da schon immer gekostet. Und ja, ich liebe Stencils. Auch dies hier, total schön. Wenn man da irgendwie, ich habe schon wieder gleich Bastelideen im Kopf. Ich werde basteln und werde zeigen. Ich weiß, ich möchte so viel zeigen und machen und tun. Im Moment ist wieder wenig Zeit, aber sobald ich Zeit habe, beziehungsweise in jeder freien Minute sitze ich in meinem Bastelzimmer und mache irgendwas. Ja, aber ich hänge total hinterher. Ich müsste viel, viel mehr machen und hätte eigentlich auch noch viel Projekte. Ich wollte auch schon längst wieder ein Projekt mit euch machen, aber die Zeit lässt es momentan einfach nicht zu. Aber sobald da eine Lücke ist, kommt da auch wieder mehr. Also ich glaube, dieses Muster hier, das habe ich schon einmal. Das heißt, ich kann einmal verschenken. Ja, das habe ich definitiv, weil das habe ich schon öfter benutzt mit Strukturpaste. Das hier ist auch richtig, richtig schön. Das müsst ihr euch halt vorstellen, je nachdem, Stempelfarbe, Acrylspray oder Strukturpaste und dann einfach als Hintergrund. Das macht echt viel her und man hat dann gleich eine, ich sag jetzt mal, aufwendigere Karte gestaltet, als wenn man nur irgendwie ein bisschen was klebt. Also ich mag das total gerne, wenn man die Hintergründe noch mal ein bisschen individueller gestaltet. Ich finde, das hat dann noch mal viel mehr Wert und man sieht, also jemand, der sich auskennt und sieht, dass es selbst gemacht ist, der sieht dann auch, dass da Arbeit hintersteckt, ne? Also ist ja dann schon ein bisschen aufwendiger, wenn man immer einen Hintergrund separat damit gestaltet, ne? Ja, ich rede mich hier um Kopf und Kragen, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ja, das war die zweite Packung. Und jetzt werden wir mal das Acrylspray testen. Und ich teste es einmal so und ich teste es einmal mit Schablone. Und ich nehme jetzt mal direkt diese Schablone, weil ich die echt schön finde. Und dann gucken wir mal, was das Spray so kann.
So, und zum Testen habe ich mich jetzt einmal für dieses Rot entschieden und einmal für dieses Hellblau, weil eben das Hellblau ganz deutlich zu sehen dickflüssig ist und das hier total flüssig. Und wir werden jetzt einfach testen. Ich sprühe jetzt hier einfach mal wild drauf los. Da werde ich dann irgendwie was aufstampfen oder mir das noch für ein Kärtchen zurechtschneiden. Das wird nicht weggeschmissen. Und ja, ich nehme jetzt erstmal Hellblau, wie gesagt, das dickflüssigere. Und guck, was das hier so macht. Wahrscheinlich muss man auch erstmal wieder so einen Probesprüher machen. Ich hole mal gerade meine Schmierkiste her. So, einmal mit Schmierkiste. Ich werde das jetzt erstmal hier am Deckel aktivieren. Okay, das sieht schon mal gut aus. Und dann mache ich jetzt hier einfach mal ein paar Probespritzer. Oh, das sieht toll aus. Guck mal, wie schön man die Farbe sieht. Also das ist wieder hier Aquarellpapier vom Action, ne? Das nehme ich immer für Schmiere rein. Also wirklich immer, immer, immer. Und ja, schaut mal. Also ich muss mal gerade gucken. Ach ja, das sieht man gut. Es sieht total schön aus. Man sieht das Hellblau total gut. Und ich habe jetzt so nicht gemerkt, dass das unbedingt dickflüssig ist. Also jetzt kommt mal das Flüssige in Rot. Auch erstmal aktivieren. Ui. Okay, hier ist der Sprüher irgendwie ein bisschen anders. Der sprüht so ein bisschen überall hin. Aber auch, guck mal. Okay, der Sprüher, das hatte ich ja irgendwie schon vermutet, dass der Sprüher, hatte ich schon öfter mit so Sprühflaschen vom Action, dass der Sprüher nicht so optimal ist und auch schnell mal den Geist aufgibt. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie das bei diesem Acrylspray ist. Ich will jetzt auch keine großen Vorurteile haben. Aber ja, ich lasse mich überraschen. Aber ihr seht auch das Rot richtig, richtig kräftig, richtig schön. Und ja, tatsächlich sind die Ergebnisse ähnlich, als wenn ich es mir selber anrühre. Gefällt mir gut. Man kann damit was machen und ich mag das. Also ich mag das tatsächlich, ich mag es ja sehr schlicht eigentlich und ich mag das jetzt auch, wenn ich einfach eine Karte mache und einfach nur ein Sprüher als Hintergrund. Wenn man dann was Koloriertes oben noch drauf klebt, noch einen Spruch dazu, das reicht für mich. Das finde ich so klasse, ich finde das so schön. Ich brauche da gar nicht so viel und ja, also es sieht toll aus. Guck mal, die Farben, die leuchten total schön. Also ganz klare Kaufempfehlung. Man kann damit richtig schön was machen. Und ich werde das jetzt nochmal gerade mit Schablone ausprobieren. Und zwar nehme ich mir jetzt ein weißes Aquarellpapier. Ich schneide es mir gerade einmal durch. Weil so viel brauche ich ja jetzt hier nicht versauen, wenn es dann doch nichts wird. Weil manchmal sind meine Sprays, die ich selber mache, ein bisschen zu flüssig. Und dann läuft das da ganz gerne unter. Also man darf auch nicht übertreiben mit dem Draufsprühen. Das kann auch ganz schnell mal in die Hose gehen. Ich nehme jetzt mal ganz bewusst dieses Schwarz, damit ihr das Ergebnis ganz klar seht. Und ich aktiviere das gerade mal hier hinten. Oh, das sprüht wieder sehr gut. Und dann sprühe ich das jetzt einfach mal drauf. Aber ich glaube, das wird gut. Und ich glaube, das Muster ist auch total schön. So. Natürlich muss ich mir das gleich dann noch zurechtschnippeln, wenn ich das irgendwie für eine Karte nehmen möchte. Jetzt bloß nicht verschmieren und wow, guckt mal. Das ist doch wirklich gelungen. Das sieht richtig toll aus. Also die Ränder müsst ihr euch jetzt wegdenken. Die schneide ich natürlich noch ab und schneide sie zu für eine Karte. Ich mag das, wenn das am Rand immer noch irgendwie einen Rand hat, ne? Muss ich mal sehen, wie ich das klein mache, schneide. Und ich finde das Ergebnis sehr schön. Ja, hier sieht man so die dicken Punkte, die so da rausgekommen sind. Die sind schon so ein bisschen über dem Rand rüber. Aber das finde ich jetzt nicht dramatisch. Wenn es zu doll ist, kann man da auch noch was rüberkleben. Eine Koloration, Spruch, wie auch immer. Ich finde das sehr schön. Das klappt super. Es sind super schöne Farben bei den Sprays. Und ja, für 1,89 Euro
muss man sich das nicht unbedingt selbst anmixen, weil die Fläschchen, ja klar, die kosten natürlich auch Geld. Wenn man sich das natürlich alles hochrechnet, kommt man wahrscheinlich billiger bei weg, wenn man das alles selber zusammenmixt und und. Aber ja, ich finde die Sprays super. Ich finde die Sprays super. Sind gleich fertig, richtig angemixt und ja, ich bin mal gespannt, ob ihr sie schon habt, was eure Meinungen so dazu sind. Und ja, dann würde ich sagen, lesen wir uns in den Kommentaren oder hören uns im nächsten Video wieder. Bis dann!